Servus Leute und schön, dass ihr einschaltet. Es geht wieder weiter mit Lords of the Fall. Ja Leute, schön, dass ihr da seid nochmal. Also, es geht los. Wir gehen weiter in diese Abteil der Heiligen Schwestern. Und vielleicht kämpfen wir uns heute durch und können den Hauptboss vielleicht noch besiegen. Ich weiß aber nicht, wie groß es ist. Das Gebiet ist ziemlich schwierig, ziemlich knackig. Wir haben aber schon ein hohes Level. Also alles gut. Wir kommen da durch. Es gibt aber auch echt einige fiese Stellen. Wir haben es auch letztes Mal so beendet, nachdem eine ganz miese Falle uns gekillt hat. Und da machen wir direkt weiter. Mal sehen, wie es heute läuft, Leute. Legen los. Ja. So, here we go. Jetzt ist halt nur die Frage, wer hat unser Zeug? Oh mein Gott. Und boom. Und boom. Und boom. Und boom. Ist das geil. Die kann gar nichts machen. Tut mir leid, aber was willst du tun? Ne? Was willst du tun? Ne? Was willst du machen? Ne? Das Leben ist hart. Aber Sterben ist härter. Werden wir es überleben oder werden wir kläglich scheitern? Das werden wir sehen. Es sind sehr viele Gegner. Wow, wow, wow. Okay, dich mache ich aber schon platt, bevor ich hier durchrenne. Du kannst schießen. Wir sterben noch. Oh, oh. Okay, das war knapp. Okay, richtig mies. Wir müssen weg. Ach komm, wir sind gestorben. Ja, okay, die Gegend ist scheiße, wenn du dich mit den Gegnern einlässt. Wir haben unsere Seelen verloren. Ah, ja, ist nicht so gut. I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, it's time to feel good. Ja, okay, das war jetzt aber krass. Oh, oh, oh. Oh yeah, motherfucker! Hier können wir wieder wechseln, weil wir sind sehr empfindlich in einer anderen Welt. Und so haben wir eine kleine Lebensversicherung, die wir natürlich gerne haben wollen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich ignoriere euch alle. Boah, shit. Die schießt diesmal besser wie gestern, oder? Kann das sein? Ursuli, hä? Oh, Ursula, was hast du getan? Oh, du bist gestorben. Okay, dann passt alles. Hex, Hex und Hex. Hallo. Oh nein, du hast einen auf den Kopf gekriegt. Oh Gott. Ist ja furchtbar. Warum gehst du weg? Komm doch. Ich übernehme die Rolle von Ursula. Ja, was ist denn los, Ursel? Ja, da brennt's. Da explodiert's. Da macht's Aua. Sie kommt mir näher, Leute. Es wird gefährlich. Oh nein, sie ist leider vorgestorben. Offensichtlich gibt es hier Gegner, die rumfliegen können. Hey, Moment, hier könnte man... Ah, okay, hier können wir die Welt wieder wechseln. Okay, Leute, wir sind wieder hier. Wo ist die... Ach, da? Oh, er ist schon gelandet. Der Typ hat uns gestern gekillt. Wo kam der... Ey, das gibt's nicht. Der hing, glaube ich, an so einer Motte oder so. Okay, wir müssen so aufpassen hier. Ich hoffe, es ruckelt nicht in dem Moment, wo wir springen wollen. Ja, Lady ist wieder da. Aber die Lady können wir bursten. Die hat überhaupt nichts zu melden. Oh, ja, okay. Wir sind auch fast gestorben. Geil, ne? Ja, das ist das große Manko dieses Spiels, ne? Der Charakter hat so eine Vorwärtsbewegung. Ihr habt es gerade selber gesehen, ne? Ich war wirklich noch ein, zwei Meter vom Rand. Egal. Ja, da drüben wartet bestimmt auch wieder ganz was Tolles auf uns. Wollen wir wetten? Okay, da drüben wartet Grimmy Riper. Komm mal rüber, Grimmy Riper. Ja, jetzt kommt er. Wir wissen ja, der Magier immer so hinten rum. Deswegen wird er jetzt gleich in unserem Rücken auftauchen, oder? Nee, nicht wahr? Ja, genau. Boah, ich weiß nicht wie, aber ich habe überlebt. Ey, manchmal rollt er den Abhang runter, manchmal nicht. Aber wir haben überlebt. Ey, das ist das Wichtigste. What? Shit? Hier geht's einfach mal. No way, wo bin ich jetzt gelandet? Oh nein. Oh nein. Hier sind die Motten-Ladies. Fliege einfach runter, danke. Perfekt. Da ist der Grimmy, der ist immer noch da. Aber er kommt nicht zu uns. Okay, wisst ihr was? Das ist doch genial. Hä? Komm schon, Grimmy. Hä? Der weicht aus? Okay, der ist zu gut für uns. Nee, er ist nicht so gut. Er kommt jetzt doch.
Hey, Grimmy Ripey, was geht ab, Alter? Der bringt uns echt in Verlegenheit. Hä, was macht denn der? Irgendwie wollte er zu uns kommen, er schafft's nicht. Ist mir jetzt wurscht. Wir haben nicht ewig Zeit hier in der Umbralwelt. Was ist das? Ah, nochmal ein Umbralauge. Okay, wir haben den Scheiß. Wir haben den gottlosen Nohuta-Ring. Ich glaube, ich lasse jetzt mal den Grimmy Ripey sein. Boah, hauen wir schnell ab hier. Ach, das ist ja herrlich. Hier können wir uns ein kleines Ding hinstellen. Und wisst ihr was? Das ist ja dringend notwendig. Diese Passage nochmal und nochmal machen. Oh, ey. Ja, das könnte hier ein Bossfight sein, oder? Diese Tür hier, Mal sehen, ey. Oh, shit, man. Vielleicht ist das ja auch ein Bossfight. Was ist denn hier los? Sollte man einfach dahin laufen? Das ist ja unheimlich. Hörst du eine Art Keuchen und wenn wir damit interagieren, können wir... Ja, okay, hier wird irgendwas passieren. Leute, was wird es sein? Ist das die Rune von Adieu? Ja, oder? Könnte sein. Da kommt wer, war ja klar. Aha, ich dachte mir schon, dass er auch auftauchen würde. Okay, was ist denn jetzt los? Es ist... Er kämpft mit uns. Interessant. Alter, haut ja ganz schön rein. Wir unterstützen ihn mal mit Fernkämpfen. Das ist ganz schön fies, ne? Ich habe aber gehört, dass fies normal ist. Okay, wir greifen jetzt mal richtig ein. Nein, ich hab sie nicht. Ach, schade. Hallo, wer ist okay. Ja, wir hätten sie jetzt eigentlich mal kurz so kritisch treffen. Es ruckelt sogar im Bossfight. Ja, das finde ich scheiße. Der Lockout verliert sich auf einmal. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie sich so schnell bewegt. Ja, die hat ja gar keine Chance, oder? Oh, da darfst du aber nicht rein. Kommt was? Vielleicht kommt eine zweite Phase. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Oder der Typ wird zum Boss. Weil der spinnt auch gewaltig. Wahrscheinlich, oder? Stay out of my way, lamp bearer. For your own good. Hä? Nee, ich dachte, es geht weiter. Vielleicht kommt's ja noch. Aber es ist klar, dass der Typ... Ich glaube, er wird schon noch irgendein Boss. Vielleicht kriegt er jetzt durch diese komische Rune nochmal extra Kräfte. Ja, und dann, ja. Tja, was geht hier eigentlich ab? The Abbey is the only home I've ever known besides the orphanage. Sie hat was zu sagen. It pains me to see it now. As it does to see my afflicted brothers and sisters who roam its halls and courts. But I take comfort in knowing that salvation is finally at hand for all. Except those who instigated this corruption. So Leute, ich habe hier ein Schwert, ich werde es mal aufleveln, vielleicht spielen wir das auch. Das ist ein ziemlich krasses Schwert, das ist ein Boss-Schwert. Ich habe jetzt genügend Materialien, um das endlich mal hochzuleveln. Jetzt habe ich es auf höchster Stufe, es ist ein Monster. Okay, Leute, wir haben unser neues Bild. Das ist das neue Schwert. Wir haben jetzt eine etwas leichte Rüstung, sonst wären wir zu schwer, könnte ich nicht mehr diese Rolle machen. Aber ich meine, eigentlich schauen wir ganz cool aus. Und wir haben ein neues Schwert. Und das macht so ein bisschen mehr Schaden. Okay, jetzt unsere erste Bewerbungsprobe. Okay, das war jetzt nur das Ding. Ach so, das macht auch Schwächungsschaden. Deswegen ist von seiner Health-Leiste etwas runtergegangen, was Weißes. Trotz Rüstung machen wir aber einen Hund platt, das ist geil.
Okay, jetzt können wir mal sehen, wie viel Schaden wir wirklich machen. 581 und dieser Schwächungsschaden. Oh, Fake-Item voraus. Ja, ich muss es mir natürlich sofort nicht holen. Oh. Oh. Wo ist sie? Ach, da war sie. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Du also. Boom. Boom. Die Sprenger sind es. So nenne ich die jetzt. Okay, was ist denn hier? Heilige Quintessenz wäre so geil. Ja! Wie auf Bestellung. Und nicht nur bei Wish. Our holy work, Lambearer. Our holy work continues, Lambearer. Our holy work continues, Lambearer. Oh, that's the fire vessel. Was ist das hier? Blutende Waffe. Aha. Ein Zauber. Hä? Was haben die denn hier getrieben, Alter? Das ist definitiv ein Mensch gewesen. Boah! 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 Geh da weg, sonst stirbst du! Boah! 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 Pui! Boah! Boah! Es ist so lustig. Und was ist hier drin? Schild des durchdringenden Lichts. Ist das ein tatsächliches Schild? Es ist tatsächlich ein Schild. Ein ziemlich schweres und ein ziemlich gutes. Die meisten Schilde in diesem Spiel sind nicht gut. Die wenigsten kommen bei der physischen, also das, was sie tatsächlich abwehren, über 50%. Das hier schon. Es kommt sogar auf 56%. Also das hier sogar auf 59%, wie ich sehe, aber das ist schon selten. Das hier ist das Beste, was ich gesehen habe. Wiegt 40 Kilo. What? Naja, viel zu viel. So, und wir können diesen Shortcut auch hier gleich aufmachen. Okay. Ja, sehr gut. Hier ist unser Samen. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt bitte, Leute. Das könnt ihr nicht machen. Das ist so geil, wie man gleich mehrere trifft. Los jetzt. Fight on. Wie du es wolltest. Das ist so geil, ne? Mit diesem Schwert stagger ich die zu Tode. Sogar dieser große Ritter kann sich da nicht von der verholen. Das ist schon echt witzig. Das ist eine ganz miese Falle hier. Nach Schema Lords of the Fallen. Also du hast hier hinten wieder einen Schützen, ne? Und dann hast du da vorne die Gegner, die dich dann distracten sollen. Komm her. Boom, Alter. Oh, geblättet. Wo ist sie denn jetzt? Ja, wo ist sie denn jetzt? Die hat sich wieder zurückgezogen. Schau mal, die hat's vergessen. Was ist los? Waren wir nicht im Fight? Hier ist eine Erinnerung. Cool. Und es könnte Pieter sein, so wie das ausschaut. Ja. Hört man ja gleich. Please, stand aside. Our immaculate lady does not wish to be disturbed, Pieter. This sickness, this corruption spreading across the kingdom is out of control, and our efforts to cleanse it have devolved into callous butchery. People, including our own brothers and sisters, are suffering and dying. We speak for Judge Cleric, Pieta. Should she have need of you, you will be summoned. As for those who fall victim to the corruption, perhaps they are merely proving their souls to be undeserving of salvation. After all, was für eine Assi-Scheiße. Aber schon mies diese Erinnerung, oder? So, ja, hallo, alle leiden und sterben da draußen und dann als Antwort, ja, dann verdienen sie ja vielleicht gar kein Seelenheil, wenn sie denn so leiden und sterben. Also irgendein großer Shit ist hier passiert, oder? Überreste von Lorelo, dem verfluchten Ritter. Wer kennt die nicht? Das Empyreum. Da schau mal her. Wo kommen wir denn jetzt? Ah, okay. Das ist schon die richtige Richtung, aber es wird wohl noch dauern. Was zum Teufel ist hier los? Nein, es ist Äbtissin Ursula. Nein. Äbtissin. Ursula.
lebt noch, verdammt nochmal! Wieso hat sie überlebt? Jetzt ist sie tot. Karte des Imperiums, hier ist sie. Hier. Ah ja, tolle Karte. Also es steht gar nicht viel da, ne? Da ist es, ne? Das ist ja noch eine Äbtissin. Ach bitte, ey. No way. Okay, sie ist außerhalb der Reichweite. Das ist dieser Boss von gerade, der sogar keine Chance hatte. Kann ja so viel blocken, wie sie will. Sie gibt trotzdem Schreckenschaden, nicht wahr? Oh, wir haben schon wieder Lockout verloren. Das mag ich nicht. Wow. Okay. Aufpassen sollten wir schon. Autsch, Kick. Wir verlieren wieder den Lockout. Sie ist einfach zu schnell. Seht ihr das nicht? Wie schnell sie ist? Was für ein Schmarrn, man sieht sie so deutlich. So, Äbtissin. Ich sehe schon, was du hier treibst. Ja, du versteckst dich hinter deinen Leuten. So, stirb. Okay, wir schauen mal, was es da so gibt. Was gibt es denn hier so? Hier gibt es doch garantiert irgendwas. Aha, ich habe was entdeckt, Leute. Schaut mal, hier ist eine Leiter, die man nur in dieser Welt finden kann. Ah, wir sind mal platt hier. Was kriegen wir? Was kriegen wir? Schon wieder ein Umbralauge. Ach stimmt, ich habe das letzte nicht mal geguckt, was es kann. Naja, wir holen sie. Wir holen sie einfach alle. Moment mal, war das in der anderen Welt auch verfügbar, hier reinzugehen? Was ist denn hier los? What? Ist ziemlich abgefahren. What the shit? Hier ist ein Strang. Und hier ist eine Erinnerung, Leco Mio. Das ist wieder Pieta, oder? Nee, das ist and in so many ways to make these people see that what I do is what's best not just for this kingdom but the whole das sind doch die zwei Wächterinnen, gegen die wir im Bossfight hatten. Ja. And they have the temerity to und das ist nicht Pieta. To condemn my actions. What do you say to me now if you could? Still brings me strength, and that's what I need now. The strength to do what must be done. I will protect them, even if it has to be from themselves. Wir müssen hier hin, um den Strang da endlich zu öffnen. Irgendwo da oben muss er sein. Bam! Bam! Okay, was ist hier drin? Ein Katalyst. So, schnell rausziehen. Anscheinend ist es zeitlich begrenzt. Wie geil, dass sie uns dann hier 100 Gegner noch schicken, die uns halt aufhalten, während das hier zeitlich begrenzt ist. Die Logik ist natürlich komplett da. So, aber wir können wenigstens diesen blöden Strang jetzt lösen. Aber der Weg ist frei. Ist das nicht herrlich? Sehr bedenklich. Wir wechseln mal die Welt. Ey, das ist ja... völlig krank hier. Ich dachte schon, die greifen mich hier an. Aber tun sie nicht. Leben die? Ja, das tun sie wohl. Sie leben. Wer hätte es gedacht? Obwohl, sie leben eigentlich vielleicht doch nicht. Aber sie können sich gegenseitig wiederbeleben, nicht wahr? Sind sie jetzt tot? Geil, dass sie so eine Boss-Mechanik trotzdem mitnehmen. Hallo? Das ist ja mies. Oh, hey, da hinten ist das reinigende Licht. Wir sind gar nicht mehr weit weg. Sie lebt. Sie lebt. Da ist die andere. Wenn wir sie schnell killen, ist alles okay. Das war's. Dann sind sie auch kein Problem. Aber
dass ich hier so viele Bosse reinhaue. Oh, der Kirchenschlüssel. Das war, glaube ich, ultra wichtig hier. Ich fürchte, wir müssen zurückkehren. Das war jetzt nur, um diesen Schlüssel zu holen. Aber okay, gut, wir haben es geschafft. Weiter geht's. Zurück geht's, besser gesagt. Trefft eure Wahl. Ja, schließen wir auf. Was sollen wir tun, oder? Los geht's. Wir müssen ja, oder? Da hinten ist das Licht. Ja, das war ja eine kurze Animation. Das hatten wir schon mal. Ja, okay, hier leben wieder welche. Du nicht? Du wahrscheinlich, oder? Auch nicht? Sie lebt. Okay, vielleicht bald nicht mehr. Okay. Es ruckelt wieder mal toll. Ich liebe es, wenn es so ruckelt. Findet ihr nicht? Ich hau einfach drauf, weil ich will nicht, dass sie wiederbelebt. So. Gehen wir Richtung Licht. Komm wieder hin. Es sieht mir aus, als wird da noch was kommen. Ja. Ich glaube, das ist die beste Idee. Dass ich mir hier noch so ein Ding hinstelle. Okay, Bossfight voraus. Oh! Cutscene natürlich. Es ist ein Hauptboss. Aberrant child, you will know peace. Das ist doch diese. Die beschützt wurde, ne? Die höchste. Ja, genau, Justitia Clerica. Okay, mal sehen, wie krass die ist. Sie hat auf jeden Fall Strahlenschaden. Ja, okay. Mein Anfang ist bescheuert, nicht wahr? Sie lässt sich feiern. Die ist ja eingebildet. Autsch. 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 Die hat mich jedes Mal getroffen. Oh mein Gott. Ja, es war scheiße. Wir leben noch, wir leben noch. Weil wir zwei Leben haben. Okay, komm jetzt. Hammer für dich. Okay, seitlich bringt es natürlich nichts. Oh oh, was kommt jetzt? Explosion? Ja, Explosion. Okay, alles klar. Oh, jetzt kommen die Blitze runter. Okay, die hat Reach, die Frau. Boah! Ich wollte einmal durchziehen, es war wohl ein Fehler. Sie lässt sich wieder feiern. Die ist echt eingebildet, oder? Kann das sein? Ja, bist du ausgiebig. Nicht schlecht. Aber das war trotzdem nichts. Sie wird wohl noch eine zweite Phase haben, oder? Ja, klar. War klar, ne? Aber auch zu einfach, ne? Oder passiert irgendwas anderes? Oh. Was zum Teufel? I will incinerate your soul with holy fire for this profanation. Lowly blasphemer! Ja, ja, es geht los. Jetzt ist sie plötzlich Inferno. Krass, oder? Okay. Scheiße. Aber okay. Ah, okay, es kam zurück. Es war vielleicht gut, dass wir getroffen wurden. Sind im Endeffekt. Wer hätte es gedacht? Doch, brennen wir nicht. Aber es sieht nicht gut aus für uns. Aber wir können auch in die andere Welt. Aber vielleicht können wir es ja auch schaffen. Uff, das ist ja übel. Das kommt zweimal. Scheiße, wir heilen uns viel zu langsam. Es ruckelt wie die Hölle. Warum tust du das Spiel? Also ich wechsle jetzt kurz mal mein Bild, weil ich finde, das Schwert ist zu langsam für diesen Boss.
Okay, sehr gut. Sehr schön. Ja, das geht deutlich besser. Ja, also cool. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Mal sehen. Ach komm. Diesmal leben wir uns noch. Okay, jetzt kommt der Shit. Schnell weg hier. Und es kommt wieder zu... Ja, okay, das ist eine saueigenartige Animation, oder? Ja, komm her. Okay, es kommt nochmal, wie wir wissen. Oh, schön ausgewichen. Uiuiui. Okay, was ist das jetzt? Ganz schön mies. Wir müssen echt ein bisschen Abstand gehen, weil ich weiß nicht, wie lange das jetzt anhält. Das ist ganz schön mies, der Attacke. Hört, es geht gar nicht auf. Echt jetzt? Das ist ja mies. Na, hä? Okay, da hätten wir greifen müssen eigentlich. Verdammt nochmal. Wir müssen ein bisschen auch Distanz aufbleiben können. What the shit? Das war neu. Oh nein, das kommt ja nochmal, wie wir wissen. Huh, das war knapp. Was macht sie denn jetzt? Oh nein, sie macht wieder den Shit. Wir brennen aber nicht. Wir brennen nicht. Wir haben ja Schaden gemacht. War schon gut. Ich sehe sie teilweise nicht. Üble Geschichte. Üble Geschichte hier. Na, warte. Sie will mir nicht Zeit lassen, mich auszuruhen oder Luft zu holen. Ja, okay, mir egal. Ich werfe einfach Sachen. Das ist gut. Ah, wir haben sie fast. Wir brennen leider. Scheißen Dreck. Hör doch auf, brennen. Das Brennen hört nicht auf. Das gibt's nicht. Aber wir leben noch. Wir leben noch. Still alive. Hey, treff doch mal, Junge. Hey, Junge, das muss treffen. Wir müssen treffen. Jawohl, du musst treffen. Sieg. Gott, ey, der Kampf war nicht leicht. Es hat auch ständig geruckelt, ne? Und die war auch anspruchsvoll, muss man auch sagen. Und natürlich zwei Phasen. Schade, dass wir das nicht mit dem neuen Bild gemacht haben, aber ich brauchte einfach eine Waffe, die schneller ist gegen sie. So, können wir jetzt hier rein? Wir können. Wir können wohl das letzte Licht läutern, hoffe ich. Was ist denn das? Hä, wer ist denn das? Ist das die echte? Wer ist das? Das... Ja, das ist sie. Krass. Okay, läutern wir das Licht, Leute. Das letzte. Hallo, wir haben es schon geschafft. Charakter hat eine ganz schöne... ganz schön Wams hat er vorne dran, ist mir gerade aufgefallen. Voll der fette Typ! So, das war das Letzte. Was hat das zu bedeuten? Hä? Es war nicht das Letzte. Offensichtlich. Ist mir was entgangen? Vielleicht habe ich auch nicht richtig zählen können. Ja, wir sind hier fertig. Nee, ich kann richtig zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Es ist nur ein neues da hinten aufgetaucht. Ah, yo, ich verstehe. Kriegt man nicht immer ein Andenken oder so? Wo ist denn das Andenken hier? Wechseln wir mal die Welt. Das kann ja nicht sein. Gibt es hier kein Andenken? Oder ist sie nicht wirklich besiegt? Ich sehe kein Andenken hier, Leute.
Moment, aber hier ist noch... Ah, das könnte es sein. Meine Güte! Make your cut, Ermengarde. Das war ihr Andenken und ja, okay, es war sehr kurz. Tja, okay, Leute, wir sind fertig. Ich bin wieder hier. Ich dachte, vielleicht passiert was, aber es ist ja eigentlich nichts los. Keine Ahnung, wo die NPC-Questlines weitergehen. Wo wir jetzt hin müssen, weiß ich auch noch nicht. Werden wir rausfinden, aber erst in der nächsten Folge. Krass, wir sind weit gekommen. Wir stehen, glaube ich, kurz vorm Ende. Mir fällt gerade ein, während ich so rede, da gab es nur noch ein Tor. Tretet in die Fußstapfen von diesem Paladin Isaac. Vielleicht geht diese Tür auf, fällt mir jetzt spontan ein. Aber wir gucken mal, in welche Richtung wir eigentlich müssen. Aber das nächste Mal, Leute. Also, vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.